Moin Community, hallo YouTuber. Heute präsentiere ich euch die Rundenübersicht zum Spiel Zoo Crazy. Damit ihr einen kleinen, schnellen Einblick über den Spielablauf habt, so dass ihr das Spiel besser versteht und selbstverständlich gibt es die ein oder andere Regelerklärung dazu. Für weitere Videos zu diesem Spiel schaut oben in die Infobox. Bei Fragen und Anregungen gerne unten euren Kommentar. Und ganz wichtig, hierbei handelt es sich um einen Prototypen und um die veränderte Version des Spiels. Denn Simon Haas hat bei dem Spiel noch einige neue Regeländerungen eingeführt, sodass das Spiel frischer und knackiger daherkommt. Los geht's! Schauen wir uns kurz den Spielplan an. Wir befinden uns hier in Runde 1, dann geht es weiter bis maximal zur Runde 8. Immer wenn die Fliege hier ist, führen wir eine Präsidentschaftswahl durch und das hier ist das Parlamentsgebäude und immer wenn wir mit unserem Rundenmarker uns hierauf befinden, führen wir eine Parlamentswahl durch. Sprich, in der ersten Runde passiert beides. Anschließend erfolgt das, wenn nichts dazwischen kommt, immer alle 2 Runden. Sprich dann in der 4. Runde, 5. Runde, 7. Runde. Hier möchte ich euch das Spiel zu dritt zeigen. Der Rundenüberblick. Präsidentschaftswahl. Jeder von uns nimmt Futtermarker in die Hand. Die anderen Marker hält er versteckt hinter dem Sichtschirm. Eine dritte Hand habe ich nicht. Die dritte Hand, grün, hat zum Beispiel nur 3 gegeben, blau hat 4 gegeben und gelb hat 5 gegeben. Jetzt gibt jeder die Hälfte aufgerundet ab. Der Rest kommt in die Parteikasse zurück. Also, grün gibt 2 ab, einer kommt in die Parteikasse zurück, der blaue gibt 2 ab, 2 kommen in die Parteikasse und gelb gibt sogar 3 ab und 2 kommen in die Parteikasse. Gelb hat am meisten geboten und bekommt die Präsidentinnenkarte. Zusätzlich darf er mit Hilfe dieser Karte einmalig eine Aktionskarte ziehen und setzt ein politisches Ziel um. Politische Ziele sind mit Siegpunkten gleichzusetzen. Ziel des Spiels ist es, nach Ablauf der maximal 8 Runden die meisten politischen Ziele umgesetzt zu haben. Das sind unsere politischen Zielmarker. Oder hier hinten anzukommen, dann gewinnt auch derjenige das Spiel. Dann wird der Präsidentschaftswahlmarker um 2 verrückt auf 3 und wir sind mit der Präsidentschaftswahl durch. Dann gibt es den Parlamentswahlkampf. Die Partei, die Präsidentin hat, beginnt, nimmt sich bis zu 7 Futtermarker und platziert sie auf die unterschiedlichen Tiergehege. Derjenige, der hier die Mehrheit hat, bekommt 4 Stimmen, was auch gleich die Sitze hier in der Mitte später werden. Und der Zweitplatzierte bekommt 1. So wird es überall angezeigt. Der Dritte geht leer aus. Hier und hier geht sogar der zweite leer aus. Wichtig ist, man darf maximal 3 Futtermarker in der einen Runde pro Gehege maximal reinlegen. Und es darf nie ein Gleichstand herrschen. Sprich, wenn hier schon 3 Futtermarker liegen, dürfte ich nicht 3 platzieren. Ich gehe mal auf die großen Tiere. Ich packe 3 Futtermarker hier rein. Dann packe ich 2 Futtermarker zu dem Pinguin und jeweils einen beim Elefanten und einen beim Zebra. Jetzt sind die 2 anderen Parteien dran und hier wird es ausgelost. In unserem Fall hat Blau gewonnen und ist als Zweites dran. Auch Blau darf maximal 7 Futtermarker platzieren. Er packt 3 zu den Flamingos. Er packt 2 zu den Schlangen, einen zum Eisbär und einen zum Vogel. Zu guter Letzt kommt die grüne Partei.
Sie darf auch bis zu 7 Marker nehmen und platziert die Marker, wie man möchte. Der Vorteil ist, wenn man zuletzt ist, dann kann einer keinem mehr was wegnehmen. Wichtig, hier darf ich nicht einen Marker reinlegen, hier darf ich keine 2 Marker reinlegen, hier darf ich keine 3 Marker reinlegen. Also schaue ich mal. Wenn ich hier einen Marker reinlege, bekomme ich 2 Stimmen. Mache ich. Packe ich hier einen Marker rein, bekomme ich 2 Stimmen. Mache ich. Packe ich hier 2 Marker rein, bekomme ich 4 Stimmen. Mache ich. Packe ich hier 2 Marker rein, bekomme ich 5 Stimmen. Mache ich. Und ich packe hier einen Marker rein, bekomme 2 Stimmen. Mache ich. Zusätzlich dürfen wir in dieser Phase, die Parlamentswahlkampf heißt, alle Karten mit diesem Ehrensymbol oben rechts spielen, die wir auf der Hand haben. Dieser Parlamentswahlkampf findet in jeder einzelnen Runde statt. Kommen wir zur dritten Phase, die Parlamentswahl. Die Parlamentswahl findet nur statt, wenn beim Rundenmarker auch dieser Marker zusätzlich ist. Jetzt zählen wir alle Stimmen aller Parteien und markieren sie auf der Parlamentsleiste. Fangen wir an. Gelb 4. Die Ehren kommen danach weg. Grün 2. Gelb 3. Gelb 5. Grün 2. Blau 5. Gelb 6. Grün 2. Blau 3. Grün 4. Blau 2. Und Grün 5. Und zu guter Letzt Blau 3. Nachdem wir die Stimmen ausgezählt haben, bekommt jeder so viel Futtermarker seiner Farbe, wie er Plätze hat. Blau, also 13 Futtermarker, 18 Futtermarker, 15 Futtermarker in seine Parteikasse. Mithilfe dieser neuen Futtermarker kann er später bei der Präsidentschaftswahl mitbieten bzw. beim Parlamentswahlkampf um die Stimmen der Tiere bieten. Somit hat Grün 15 Sitze, Gelb 18 Sitze und Blau 13 Sitze. Jetzt addieren wir alle Sitze. 15 plus 18, 33 plus 13, 46. 46, die Hälfte, sind 23. Einer mehr, weil man braucht ja eine Mehrheit, sind 24. Um die Regierung zu bilden, benötigt man 24 Stimmen. Sprich, keiner kann es alleine, aber zu zweit schafft man die 24 Stimmen. Nach jeder Parlamentswahl findet die Regierungsbildung statt. Aber nach jeder Parlamentswahl rücken wir auch den Parlamentswahlmarker um 2 Felder vor. Sprich, wir sehen, in Runde 3 finden beide Aktionen wieder statt. Parlamentswahl und Präsidentschaftswahl. Während der Parlamentswahl kann man alle Aktionskarten spielen, die dieses Parlament oben rechts in der Ecke haben. Kommen wir zur kurzen Erklärung der Regierungsbildung. Jeder Spieler macht Koalitionsvorschläge in Spielerreihenfolge. Der mit den meisten Stimmen beginnt, dann die 15 und dann die 13. Jeder Koalitionsvertrag muss enthalten Verteilung der 3 Regierungsämter. Finanzministerin, Regierungschef und Verteidigungsminister. Und zusätzlich gibt es noch 2 politische Ziele, sprich Siegpunkte. In jeder Runde kann dann ein politisches Ziel umgesetzt werden. Als Beispiel, Gelb sagt, der Koalitionsvertrag sagt, ich und Grün bilden die Regierung,
Ich bekomme in dieser Runde ein politisches Ziel durchgesetzt, also ein Siegpunkt. Und du, Grün, bekommst in der Runde 2 ein politisches Ziel durchgesetzt, also einen Siegpunkt. Dann bekomme ich den Regierungschef, also Gelb, und die Finanzministerin und du bekommst den Verteidigungsminister. Das war der Vorschlag. Dann kommt es zur Abstimmung. Jeder der 3 Parteien stimmt ab. Wenn es Grün gefällt, wird Grün Ja stimmen, Gelb wird für Ja stimmen und Blau wird wahrscheinlich für Nein stimmen. Wenn das das Ergebnis ist, dann ist der Koalitionsvertrag zustande gekommen und man verteilt die Rollen, sprich Gelb bekommt die beiden und Grün bekommt den einen. Der Stärkste im Feld in der Opposition, sprich der nicht in der Regierung ist, bekommt den Oppositionschef. Sollte der Vorschlag nicht angenommen worden sein, dann macht Grün weiter und macht wiederum einen Vorschlag. Dann kommen wir zur nächsten Phase, Ereignis. Es wird ein Ereignis aufgedeckt. Das ist das Symbol für politische Ziele. In dieser Runde wird kein politisches Ziel umgesetzt. Während der Ereignisphase kann man alle Karten spielen, die dieses Ereignissymbol oben rechts in der Ecke haben. Dann kommt es zum Misstrauensvotum. Hier wurden die Regeln stark vereinfacht. Hier wird einfach nur geschaut, hat die Regierung noch die meisten Stimmen, sprich die Mehrheit. Wenn ja, passiert nichts und es geht zur nächsten Runde über. Der Fortschritt. Dann ziehen die Regierungsleute, sprich der Grüne und der Gelbe, jeweils eine Aktionskarte. Der Oppositionsführer darf 2 Karten ziehen. Hier würde jetzt Gelb einen Siegpunkt bekommen, weil er das ja ausgehandelt hat. Aber durch das Ereignis bekommt er in dieser Phase leider keinen Siegpunkt. In der Fortschrittsphase kann man alle Aktionskarten spielen mit dem Paragraphensymbol oben rechts. Am Ende der Runde wird überprüft, dass keiner mehr als 5 Aktionskarten auf der Hand hat, sonst muss der welche ablegen. Und ganz zum Schluss rückt der Rundenmarker um ein Feld vor. In der zweiten Runde findet keine Präsidentschaftswahl statt, weil der Marker auf Runde 3 nicht. Jetzt kommt es zum Parlamentswahlkampf. Jeder von uns kann in der Reihenfolge Gelb, Grün, Blau bis zu 7 Futtermarker wieder auf die Tiere verteilen und sich damit die Gunst sichern. Aber die Marker bleiben dann in der zweiten Runde bestehen, denn wir haben keine Parlamentswahl. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Rundenübersicht. Die Parlamentswahl wird übersprungen, die Regierungsbildung wird auch übersprungen. Dann kommen wir zum Ereignis. Die Partei, die den Regierungschef hat, in diesem Fall Gelb, bekommt einen Siegpunkt. Schön. Dann kommt das Misstrauensvotum. Es hat sich nichts geändert, also findet es nicht statt. Und zu guter Letzt kommen wir wieder zum Fortschritt. Die beiden Regierungsparteien bekommen jeweils eine Aktionskarte und der Oppositionspartei bzw. alle Oppositionsparteien bekommen 2 Aktionskarten. Jetzt wurde ja im Koalitionsvertrag ausgehandelt, dass Grün ein politisches Ziel umsetzen darf und er darf es machen. Dann wird wieder geguckt, maximal 5 Handkarten und der Rundenmarker rückt ein vor. Jetzt kommen wir wieder zu einer vollen Runde, die aus Präsidentschaftswahl besteht, Parlamentswahlkampf, Parlamentswahl, Regierungsbildung, Ereignis, Misstrauensvotum und Fortschritt. Wenn das alles abgearbeitet ist, switchen wieder die beiden Marker auf Position 5. Dann gibt es eine kurze Runde, dann gibt es wieder eine lange Runde. Wie gesagt, es wird so lange gespielt, bis im Ereignis das Spielende kommt oder jemand so viele politische Ziele umgesetzt hat, dass er bei J angekommen ist. Das war eine
kurze Rundenübersicht und eine kleine Regelerklärung zum Spiel. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in den Spielablauf bekommen. Habt ihr noch Fragen, schreibt sie unten in die Kommentare. Andere Videos zu diesem Spiel findet ihr oben rechts in der Infobox. Ich sage auf Wiedersehen und wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße.